Lieber David, es kommt jetzt eine Nachricht nach der anderen heraus. Auch schon im Vorfeld gab es Zwist innerhalb der FPÖ. Vielleicht kannst du alles noch einmal für uns aufrollen. Ja, gerne. Zunächst einmal auch, glaube von uns, Gott sei Dank ist es nicht noch schlimmer ausgegangen. Gott sei Dank hat Herbert Jenewein das überlebt, das Ganze. Wir werden natürlich auch im Sinne der Familie die Persönlichkeitsrechte wahren. Das ist immer wichtig. Also es darf nie sensationslüstern werden. Allerdings muss man über die eigentliche Causa an sich, Sinne ihrer Studie, also wirklich in aller Ruhe auch sprechen. Warum ist es so weit gekommen? Warum hat sich dieses furchtbare Drama ereignet? Sein Handy und wie auch zu hören ist sein Laptop. Da gibt es unterschiedliche Angaben. Zumindest sein Handy und wahrscheinlich auch sein Laptop wurden einkassiert. Er soll enge Kontakte zu Egisto Ott gehabt haben. Das war ein ehemaliger Mitarbeiter beim BVT. Jenewein war ja auch im U-Ausschuss beim BVT, der Fraktionsführer der Freiheitlichen. Das heißt, er hatte da sehr gute Kontakte. Und es gibt den Vorwurf, dass Egisto Ott gegen Geld Informationen nach außen getragen hat, beziehungsweise dass er diese Informationen verkauft hat. Dieser, nämlich Egisto Ott, hat das Ganze allerdings bestritten. Das heißt, hier müssen dann sowieso die zuständigen Behörden ermitteln. Das jedenfalls wurde von Jenewein im September des letzten Jahres einkassiert. Es kam eben dazu, dass das Handy weg war. Und auf dem Handy haben sich zwei Dinge gefunden, die von Interesse waren. Zum einen gab es ein aufgezeichnetes Gespräch mit zwei FPÖ-nahen Politikern, Markus Czank und Markus Braun. Das ist jetzt auch ein bisschen verwirrend. Es gibt den Wirecard-Markus Braun, der hat mit diesem Markus Braun wiederum nichts zu tun, der auch kein FPÖ-Mitglied ist, aber in einem FPÖ-nahen Verein tätig, nämlich Austria in Motion. Da soll, so der Vorwurf, Jenewein dieses Gespräch auch aufgezeichnet haben. Da hieß es am Anfang, es ist ein Telefongespräch. Mittlerweile wissen wir, es war ein Treffen im Jahr 2015. Warum das aufgezeichnet wurde, wird sich wahrscheinlich auch noch herausstellen. Und zum Zweiten, und das ist eben interessant, gab es hier eine anonyme Anzeige, die aufgefasst wurde oder verfasst wurde auf diesem Handy, und zwar gegen die FPÖ-Parteispitze, gegen Heinz-Christian Strache. Und ja, es soll hier um Gelder gegangen sein, Fördergelder von der FPÖ, die hier möglicherweise zweckwidrig verwendet worden sind. Und da ist jetzt die Frage, was davon stimmt und wie das Ganze aussieht. Es gehen eigentlich alle davon aus, dass Jenewein diese Anzeige selbst verfasst hat und dass auch Herbert Kickl hier mit dahinter steckt. Die Hintergründe sind, dass es seit jeher schon immer wieder einen Konflikt gibt zwischen der Landes-FPÖ, der Bundes-FPÖ und auch der FPÖ in Wien. Dass Kickl vor allem mit Dominik Knepp nicht so gut kann, das wird jetzt natürlich dementiert, aber alle sprechen eigentlich davon, dass es diesen Konflikt schon seit einer längeren Zeit auch gibt. Und von Jenewein selbst hat man sich, nachdem das Ganze aufgeflogen ist, sehr rasch auch getrennt, hat ihn suspendiert, er ist dann auch zurückgetreten, war dann auch nicht mehr für Stellungnahmen erreichbar, und dann ist es in der Nacht auf Samstag zu dieser schlimmen Verzweiflungstat gekommen. Man muss auch in diesem Zusammenhang dazu sagen, auch im Fall Dr. Kellermeier, dass Suizid und ein Suizidversuch natürlich niemals ein Ausweg sein kann, dass man hier bitte wirklich psychiatrische Hilfe sich holt. Es gibt diverse Telefoneinrichtungen, und ja, davon sollte man natürlich Abstand nehmen. Natürlich jetzt in dieser Causa weiß man noch nicht allzu viel, also gerade auch von Seiten Jeneweins ist noch nichts jetzt an die Öffentlichkeit durchgedrungen. Was bedeutet auch diese Geschichte jetzt für die FPÖ? Ja, es ist natürlich für die FPÖ zum schlechtesten Zeitpunkt, dass so etwas passiert. Es gibt eine Bundespräsidentenwahl. Heute hätte von Walter Rosenkranz, dem FPÖ-Kandidaten, eine Pressekonferenz stattfinden sollen. Die wurde abgesagt. Herbert Kickl steht hier massiv in der Kritik. Es soll, das haben eigentlich nahezu alle Medien berichtet, einen Brief auch gegeben haben, der am Wochenende von Kickl ausgeschickt wurde, auch an die FPÖ. Man will hier auch die Unterstützung aller Landesparteien. Von dreien war das jetzt aber nicht wirklich offensiv zu hören, vor allem von Wien, Oberösterreich und auch Vorarlberg. Man darf da durchaus gespannt sein. Es gibt bis jetzt wenig Meldungen. Kickl selbst hat in diesem offenen Brief von einem ehemaligen Abgeordneten auch gesprochen. Also Jenewein nicht gerade sehr positiv hier auch erwähnt. Und das ist insofern beachtlich, als Jenewein ja irgendwie so der Mann fürs Grobe war. Für Kickl war in der letzten Regierung auch der Mediensprecher der FPÖ, war im U-Ausschuss immer wieder der Mann fürs Grobe. Zuletzt war er im U-Ausschuss ein Mitarbeiter, und ja, man darf durchaus gespannt sein, zumal es ja auch einen
ein Treffen geben soll am 17. September innerhalb der FPÖ. Und jetzt sagen schon viele Freiheitliche, das Ganze muss vorher stattfinden. Kickl muss sich hier wirklich äußern, muss hier die Hintergründe darlegen. Und es ist aber wahrscheinlich davon auszugehen, dass es hier bei Kickl gegen die Medien gehen wird. Das werden wir natürlich sehen. Aber wie gesagt, wir halten uns natürlich auch daran, dass man hier wirklich auch die Persönlichkeitsrechte von Hans-Jörg Jenewald wahren. Lieber David, heute hätte Walter Rosenkranz eine Pressekonferenz abhalten sollen. Die hat er jetzt abgesagt aufgrund der aktuellen Ereignisse. Inwieweit, glaubst du, hat auch dieser Vorfall innerhalb der FPÖ jetzt einen Einfluss auch auf zum Beispiel ein Wahlergebnis oder überhaupt auf die Wählerinnen und Wähler? Ja, das wird es auf alle Fälle haben, weil natürlich niemand genau weiß, was auf diesem Datenstick dann auch drauf ist. Wir kennen jetzt diese beiden Geschichten. Jetzt sagen manche, es könnte so Thomas Schmidt Sphären annehmen, dass sich hier wirklich noch mehr darauf befindet. Und man wird auch von der FPÖ gut beraten sein, hier volle Aufklärung auch zu leisten. Weil wenn es diese Anzeige dieser Art und Form tatsächlich gegeben hat und den Entwurf kennen wir ja schon, dann sind das zumindest wirklich massive Vorwürfe, die jemand erhebt, der nicht ein Außenstehender ist, sondern der wirklich in Part of the Inner Circle war über viele, viele Jahre. Das heißt, hier muss die FPÖ volle Aufklärung leisten. Ansonsten wird das natürlich auch im Präsidentschaftswahlkampf ein ganz großes Gesprächsthema auch sein. Und auch für Herbert Kickl ist das natürlich sehr unangenehm, weil er hier dann erklären wird müssen, was an dieser Anzeige und an all diesen Vorwürfen von Jenewein zutreffend ist oder nicht. Herbert Jenewein wird es hoffentlich bald besser gehen. Das heißt, wir hoffen natürlich sehr, dass er auch, wenn es sein Gesundheitszustand zulässt, dass er dann darüber wird sprechen können.